Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt vom heutigen Abend, weil jetzt kommt etwas echt Praktisches. Es wäre doch jetzt echt praktisch, wenn wir von den vielen Inputs, die wir heute gehört haben während dem Tag, eine Zusammenfassung würden bekommen. Echt praktisch ist es darum, dass der Herr Roland Siegenthaler unter uns ist, der diese Leidenschaft zu seinem Beruf gemacht hat. Echt praktisch nennt er seine Firma, mit der er komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge punktgenau porträtiert. Echt praktisch ist es darum, dass er heute uns an seiner Kunst teilhaben lässt. Das Ergebnis von seinen heutigen Porträts, ich bin ja schon wieder gespannt in den Flitzebogen, da sehen wir jetzt dann gerade live. Herzlich willkommen, Roland Siegenthaler. Ja, hallo allerseits. Ich habe mir ein tolles Vergnügen, also Konferenzen teilzunehmen und dann noch ein bisschen zu zeichnen. Der Christoph hat uns begrüßt und gesagt, eben, nehmen wir das Beispiel Puma, für die einen ist es ein Turnschuh, für die anderen ist es ein Tierli und für den Rüstungschef ist es ein Helikopter. Eben, die Welt ist das, was du daraus machst. Und wir haben Twitter, wir haben Fotografien und wir haben den Virus, aber all diese Umstände hat den Anlass wunderbar organisatorisch gemeistert. Und eben, dank Sponsoren in den Medien oder vom Startfeld oder solchen, die einfach in Form von Kaffee oder ein paar Nötli uns den Tag beschert haben, in dieser wunderbaren Qualität. Und eben auch die Aufforderung, offen für Neues zu sein, ich glaube, das haben wir alle bewiesen. Also, ich kann es nur aus meinem Workshop sagen, unglaublich, wie sich die Leute darauf einlassen haben, ihren eigenen Namen zu zeichnen. Eigentlich etwas, wo man weit fortrennen würde, wenn man Gelegenheit dazu hat, aber eben bei diesem grossartigen Publikum. Aber eben, die digitale Welt hat ihre Tücken. Da stehst du in 20 Minuten an für dein T-Shirt und danach wird deine Kreditkarte zurückgewiesen. Ja, wo müssen wir ansetzen, um da die digitalen Geschichten zu flicken? Der Pascal Kaufmann hat dann uns Einblick gegeben in seine Forschung, in seine Idee von künstlicher Intelligenz, wie wir die Roboter für uns einsetzen können. Und er hat festgestellt, hey, wenn ich alle Antworten der Welt finden müsste, es bräuchte mich irgendwie bis zu der Pensionierung und darum war seine Strategie dann mehr gewesen. All das Wissen clever und eben Intelligenz vernetzen, statt selber probieren darauf zu kommen. Und dann hat die Frage gestellt oder auch die Antwort gegeben, dass das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen, lediglich gute, solide Programmierarbeit ist, aber dass die wahre Intelligenz halt immer so ein bisschen das Monopol der Menschen ist. Und eben, ich meine, musst 100 Millionen Bildchen in einen Roboter füttern, bis er ein Büsi von einem Hund unterscheiden kann und ein Baby kann das nach 6 Monaten. Das Büsi krebelt, der Hund beißt, das ist so. Unsere kreative Kompetenz mit einem Schuh kann man nicht nur laufen, man kann auch ein Bild einschlagen oder das Büsi vom Morgentisch vertreiben oder so. Ich bin ein Katzenfreund, ihr seht das. Und wo sind die Möglichkeiten? Seine Aussage, es kann doch nicht sein, dass jemand im Jahr 2020 immer noch so Mehlsäcke muss über die Kasse ziehen und uns nach unserer Cumuluskarte fragen. Eben, könnte man das nicht verknüpfen? Der erste Ansatz war, hey, dass man die grosse Intelligenz auf dieser Welt in ein Hotel einsperrt und einen Tag lang lässt hirnen. Aber irgendwie ist es noch nicht so der skalierbare Ansatz. Darum sein Ansatz, das Ganze digital zu machen. Und eben, die digitalen Medien für unsere Zwecke nutzen. Nicht für die Überwachung der Menschen und auch nicht für den Profit von irgendwelchen Tech-Unternehmen, sondern für das Wohl der Menschen. Aber eben, in der Schweiz, wir denken mega gross, oder? Wenn quasi die Uni Zürich eine Idee hat, dann findet 200 Meter nebendran die ETH das mega doof und umgekehrt natürlich auch. Und die EPFL, die hat schon gar nichts zu sagen und so. Da müsste man vielleicht noch probieren, ein bisschen grösser zu denken. Also eben, die Verkäuferqualitäten wie der Raketen- und Autobauer Elon Musk, da könnten wir uns doch noch eine Scheibe abschneiden. Wenn der da ein Säule-Experiment macht, präsentiert das grossartig. Und eben, uns fehlt ein bisschen der Mond, die grosse Vision, was wir mit dieser digitalen Technologie machen können. Da geht dann mein Filmli viral, wo ein Roboter ein Päckchen auf den Tisch aufstellen kann. Und ob jetzt das schon das Ende der Fahnenstange ist, who knows.
Darum eben, nehmen wir ein Sackmesser, schnäffeln irgendwie ein paar Löcher in die Kiste, die wir so über dem Kopf haben, damit wir den grossen Horizont sehen und die Möglichkeiten für die Technologie. Und eben, da müssen wir uns einfach zusammentun mit Collaboration oder eben seinem Projekt Mindfire, damit wir so diesen Widerlichkeiten, diesen Hindernissen begegnen können und das zu unseren Gunsten nutzen. Dann am Nachmittag die Pitches mit dem Lorenz. Swiss Peers gibt Finanzierung für Kitas. Oder natürlich auch für ein Veloscheme, das die Zürcher die Berner aufs Velo bringt. Danke mal, Swiss Peers Rating. Und es bringt so die Investition und die Idee zusammen. Ab 1000 Franken bist du dabei. Dossig probiert mehr aus deinem Tag zu machen. Die kleinen Lücken, wenn wir auf dem Bus sind oder auf dem Weg ins in die Yogastunde, können wir irgendwie so kumulieren, richtig priorisieren und so kannst du noch den ein oder anderen Task, den du jetzt immer aufschiebst, am grossen nach, Karten schreiben, das bringst du nebenan. Dann, wie hängt meine Pensionskasse mit den 3A-Säulen und dem Dow Jones zusammen? Das beantwortet uns der Kaspar Und. Und investieren ist eben nicht mit einer riesen Eintrittshürde und 47 Formular und Agreements, sondern ab einem Stutz bist du dabei und wenn du eine Kreditkarte hast, bist du mit im Verein. Und so kannst du einfach, was harmlos angefangen hat oder total unscheinbar, dass es einfach ein bisschen Rausengeld, Münze aufs Gottemeitli-Konto gespeisen hat, kannst du ihr am 18. Geburtstag nachher die 108'000 Franken auszahlen und da lässt sich doch ein schönes Studium finanzieren. Der Bernhard mit Lifetrack, wo weisst, wenn der Glascontainer voll ist oder der Kapselpelter leer. Und eben, die manuelle Auslösung für die Billiglösung oder wenn es toi toi voll ist, wird das automatisch überwiesen. Der Dominik mit Advertima, einkaufen, da musst du nicht mehr scannen und wägen. Und du musst nicht mehr an der Katze dich blamieren, weil du den Brokkoli einmal mehr nicht gewogen hast, obwohl er im Zellophan verpackt ist. Die Anja Graf aus ihrer Erfahrung als Investorin und Höhle der Löwen-Teilnehmerin. Und eben, sie sagt, hey, start einfach mal. Nicht lange Businessplan schreiben und ich sag's mal, überlegen, sondern deinen Intuitionen und Möglichkeiten folgen. Eine grosse Hütte kaufen, mit IKEA und Brockenhaus möblieren und du bist startbereit. Und das kumuliert sich, das Brockenhaus-Mobiliar und ein paar Immobilien auf 500 Millionen. Ganz ansehnlich für ohne Businessplan. Und mittlerweile auch in mehr als Zürich vertreten, Paris, London, New York und 847 andere Städte, wo du dich kannst niederlassen kannst. Und eben, skalieren musst, das grössere Publikum finden. Und eben, dann musst du auch die richtige Struktur finden. Wenn deine Firma wächst, langt es nicht mehr der Talk, einfach so der Kaffeemaschine, sondern irgendwie musst du die Struktur und vielleicht auch die Sprache finden, um das ganze Konstrukt zusammenzuheben. Und ja, hart arbeiten, aber auch nicht vergessen, irgendwann mal zu Fuß sich zu erholen, ein bisschen Distanz von der Bütze, so ihre Aussage. Und eben, nicht lang auf den richtigen Zeitpunkt warten, einfach mal die Fischerrute ins Wasser heben und dann beißt dann schon etwas an. Maren Urner hat gesagt, hey, irgendwie, alle haben Angst gehabt, dass sie von der Zug gestossen werden. Dabei ist der richtige Übeltäter der Kugelschreiber, der eigentlich viel grösseres Unheil anrichtet. Und wir müssen einfach irgendwie unser Höhlenmenschen, Säbelzahntiger, Vorhersagehirn umprogrammieren oder so ein bisschen auf die richtige Spur bringen für die heutige Zeit. Eben, wir tendenziell bewerten wir den Zustand der Welt viel zu pessimistisch. Wir haben das Gefühl, die Leute können nicht schreiben. Naturkatastrophen nehmen überhand und Babys sind schutzlos den Masern ausgeliefert. Aber tendenziell sieht es besser aus. Aber eben, so viele Flüge kommen an, aber wir mögen uns nur an die drei erinnern, was irgendwie tragischerweise schief gelaufen ist und bewerten das eigentlich viel zu hoch.
Angst und Unsicherheit, eben das Säbelzahntigerhirn ist immer noch da. Und es hilft natürlich nicht, dass unser Telefon täglich Tausende von dramatischen Meldungen ausspuckt, die aber mit unserem Leben eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Und wenn du über Probleme redest und alles scheiße ist, dann nachher schafft das neue Problem. Und darum die Aufforderung, doch mehr über Lösungen zu reden. Ich könnte mir doch ein Büsi kaufen und die Welt ist wieder in Ordnung. Und eben, wir müssen auch, wenn wir etwa 22'000 Stromstöße kassiert haben, die Naivität nicht verlieren, dass sich es vielleicht verbessern könnte, dass man nicht so resigniert auf dem Elektrogrill hockt wie das Hündli dort, obwohl es eigentlich nur über das Kleppli müsste springen und es wäre im Paradies. Aber eben, Naivität, irgendwie total easy auf die konkurrierende Jutti-Mannschaft losgehen, irgendwie schnallen, dass wir immer das eigene Horn mitporträtieren und etwa mal neugierig einen Stein umdrüllen und schauen, was da so fusselt. Lustig wird es, wenn man den Stein wieder drauf tut. Daniel Lager hat gesagt, eben, so, wir haben Schlag auf Schlag unser Homeoffice verabschiedet, aber gleich schön, dass wir da heute so tolerant die Maskenträger und Maskenkritiker tolerant aufeinander zugegangen sind und einander leben lassen. Und dann im Podium digitale Medienkompetenz, das ganze Dilemma von der heutigen Zeit noch ein bisschen tiefer diskutiert. Eben, hey, wie schaffen wir präsent zu sein im Moment? Und das klingt schlecht, wenn immer irgendwie eine Meldung sich aufdrängt auf dem Handy. Wie viel Zeit verbringen wir dann an unseren Geräten? Und das, was wir sagen, was wir verbringen, ist denn das wirklich auch irgendwie in einem Bezug zu der Realität? Und dann aber auch eine Meinung, dass sich gute News durchaus verkaufen lassen. Also Lieder bringt positive Geschichten und sie müssen nicht nach dem Alkoholproblem von dieser porträtierten Person oder einem Eheskandal oder der Affäre grübeln, damit die Leute etwas lesen. Also lustig ist, wenn wir selber den News-Dealer sind, teilen wir ja offensichtlich schöne Sachen und wir sind dem nicht abgeneigt. Dann auch die Aufforderung an die Medien, sie sollen die Welt retten. Und dann der Konter der Medien, wisst ihr was? Wir haben auch einmal den Auftrag, uns selber noch zu retten. Und dann kommen wir gerne auf die Welt drauf zurück. Und eben, es ist natürlich das Problem. Ich meine, Kinder wollen Junkfood. Und jetzt kannst du ihnen Gemüse verabreichen. Ja, vielleicht, indem wir sie mit guter Bildung sensibilisieren, indem wir ihnen die richtigen Angebote zur Verfügung stellen und sie als mündige Konsumenten ausbilden. Auch wenn der Zug schon ein bisschen abgefahren ist, und, haben wir da die Chance, noch aufzuholen. Und eben, was ist denn Gemüse? Ist das quasi die Berichterstattung über die Statuten vom Zweckverband Kirchverbrennung, St. Gallen und Region? Oder eben, wenn die Leute gleich lieber vom Blitzschlag in Abt will wissen. Und wie schaffen wir es? Weißt du, das Schwarzbrot, das mit der Motorsäge schieben muss, weil es so hart ist, den Leuten zu verabreichen und das am Zopf mit Nutella vorziehen. Und der Trick ist sicher offensichtlich, das Fördern vom kritischen Denken. Also auch wenn sich ein Käsli so verlockend präsentiert, dass ich weiss, das endet im Desaster. Und hey, so möchte ich euch einfach auch auffordern, irgendwie die Technik für euch zunutze machen, damit sie eben den Menschen dient und euch dient und uns allen. Hey, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und die reichhaltigen Inputs, die ich heute ernten durfte. Ganz herzlichen Dank, Roland Siegenthaler.